Hallo und herzlich willkommen zur 400. Ausgabe von Pantoffelkino. Wer hätte es für möglich gehalten? Und ja, zur Feier des Tages haben wir heute eine große Runde hier, nämlich 6 Leute sind wir insgesamt. Kommt auch nicht immer vor bei Pantoffelkino. Okay. Ich darf Max herzlich begrüßen, hallo. Christian, hallo, hallo. Mario, Anna, moin. Und Volker. Hallo, hallo. Moin, moin. So, wir haben noch einen Film, nämlich den Mario sich ausgesucht hat. Ja. Der ist jetzt noch recht aktuell, vor 4 Jahren. Der zweite Oscar für Anthony Hopkins. Dann gucken wir doch mal, ob das zurecht ergangen ist, nämlich The Father. Ja, das Thema war ja heute Filme, die uns geprägt haben. Die Filme, die ich mir sonst ausgesucht hätte, das kam alles schon. Also im Kino geprägt, habe ich schon öfter erzählt, Endliche Geschichte damals als Kind. Dann später Jurassic Park, Terminator 2 natürlich. Independence Day, alles Filme, die mich wirklich geprägt haben im Kino, wo ich dachte, wow, durch solche Filme bin ich auch zum Filmfan geworden. Und da wir das aber alles schon besprochen haben, habe ich gesagt, ja, dann nimm doch einfach mal etwas, was ein bisschen später dich sehr bewegt hat, dich sehr geprägt hat. Und zwar ist das The Father. Da geht es darum, dass Anthony Hopkins einen älteren Herrn spielt, der unter Alzheimer leidet, also Demenz, Alzheimer. So. Er wohnt alleine in einer sehr, sehr großen Londoner Wohnung und wird betreut von seiner Tochter, die heißt Anne. Und die versorgt ihn halt und macht sich halt aber ständig Sorgen um ihren Vater, weil sie nämlich weiß, sie plant in Zukunft nämlich in Paris zu leben. Sie hat da einen Mann kennengelernt und möchte dann dort auch arbeiten. Und sie weiß, dass ihr Vater große Probleme hat mit Pflegepersonal, die sich dann um ihn kümmern sollen. Naja, und dann ist das wirklich so toll erzählt. Also das hat mich wirklich geprägt. Anthony Hopkins spielt ja diesen Alzheimer Erkrankten so fantastisch, so überzeugend. Und man leidet so die ganze Zeit wirklich mit ihm mit. Also mir ging das zumindest so. Und man sieht auch, also die Geschichte wird so erzählt, dass wir als Zuschauer dann auch verwundert sind. Denn man sieht in der einen Szene dann die Tochter und am nächsten Tag kommt sie wieder. Und es ist eine völlig andere Person, wo du selbst als Zuschauer dann denkst, hä? Wieso ist die sah doch gestern ganz anders aus. Und man kann sich so wirklich hineinversetzen in diesen Patienten, der denkt, aber du bist doch gar nicht meine Tochter, ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Und das fand ich so faszinierend erzählt, weil das hat mich deswegen geprägt, weil es leider auch bei uns in der Familie solche Fälle gibt. Meine Oma hat sehr, sehr stark unter Demenz gelitten. Meine Mutter sehr, sehr stark Demenz, Alzheimer, liegt mittlerweile auch im Seniorenheim. Und manches Mal habe ich immer so ein bisschen, glaube ich, das Problem gehabt, dass ich nicht wirklich verstanden habe, warum hast du das denn jetzt wieder vergessen? Wieso ist das denn nicht klar? Ich habe es doch jetzt 23 Mal erklärt, ne? Oder meine Schwester genauso und so, ne? Und nach diesem Film habe ich wirklich so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, wo man sagt, ja, wenn du es mal jetzt von dieser Warte aus betrachtest, das macht ja keiner absichtlich. Ne, es ist eine schlimme Krankheit, die also wirklich, man hat Leeren im Kopf, man weiß, man ist völlig irritiert, man erkennt seine eigene Wohnung nicht, man erkennt die eigenen Kinder teilweise nicht. Also wir hatten da auch schon so wirklich schlimme Momente, auch vor allen Dingen mit unserer Mutter, wo wir dann sagten, ja, das ist doch wirklich, wie kann das kommen, dass sie auf einmal so eine Leere ist, dass sie das nicht mehr kennt und so. Und das wird hier großartig erzählt, finde ich. Also ich habe tagelang, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, tagelang drüber nachgedacht und hatte ein wirklich, wirklich schlechtes Gewissen teilweise, wo ich dachte, du hättest mit der Situation ganz anders umgehen können, wenn Mama irgendwas nicht verstanden hatte oder so. Und deswegen hat mich dieser Film auch Jahre, Jahre später, ich meine, mein Gott, ne, warum kann ein Film nicht später auch prägen? Halt, ne? Also, ja, hast du ja gut erklärt. Also, ja, klar. Und geht wahnsinnig an die Nieren, also es gibt gerade auch am Schluss und so, also ein Film, der zu Tränen rührt.
Anthony Hopkins hat für die Rolle auch einen Oscar bekommen, absolut zu Recht, wie ich finde. Ne? Und ja, also das war mal ein echter Geheimtipp, den mir jemand gegeben hat. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar für diesen tollen, großartigen Film. Ja, die Frage ist, wie solltest du umgehen damit? Man ist ja völlig überfordert. Ja, man ist überfordert. Ja, ich war deswegen überfordert. Ja, ja. Wo ich dachte, ich hätte einfach mehr Verständnis haben können in dem Moment. Ja, aber auch das kommt ja auch bei dem Kranken nicht an. Das ist ja das Problem. Du kannst ja gar nicht umgehen mit dem. Ja, aber ich hätte ruhiger bleiben müssen. So. Ich habe das doch jetzt gerade erklärt. Warum stellst du mir dieselbe Frage jetzt nochmal? Wo ich dachte, oh Mann, du hast wirklich falsch reagiert. Ja, ja. Ich habe das nach dem Film wirklich völlig anders gesehen, wo ich dachte, da hat ja einfach das Fingerspitzengefühl in dem Moment gefehlt. Ja. Ne? Ja, also mir jetzt. Ne? Ja, ja. Und das tut mir sehr, sehr leid. Und ich habe wirklich ein komplett anderes Verständnis nach diesem Film, wenn ich jetzt dran denke, wie es Leuten geht, die unter dieser furchtbaren Krankheit leiden. Ja. Das ist ja das Kunststück, was dem Regisseur hier gelingt, dass er das Ganze so erzählt, dass wir als Zuschauer eben diese Verwirrung selber erleben. Ja, genau. Ja. Ja. Richtig. Indem er quasi uns, wo wir am Anfang denken, wir wissen, okay, das hat er sich jetzt eingebildet. Genau. In Wahrheit ist es so. Und in der nächsten Szene bist du schon wieder nicht mehr sicher. Genau. Ja, genau. Weil das auch für dich logisch keinen Sinn mehr ergibt. Weil das passt wieder nicht mit dem zusammen. Richtig. Und das ist halt, also der Trick, sag ich mal, den das er hier genial macht, dass wir selber zumindest eine Ahnung dieses Gefühls bekommen, wie verwirrend, wie frustrierend das sein muss, wenn du halt ständig wieder alles nicht so ist, wie du gerade dachtest, dass es ist. Ja. Und so, ne? Und das auf diese Art zu erzählen, das ist der geniale Kunstgriff, den er da halt macht. Und das gab's, weiß nicht, ob das vorher schon mal so gab, aber genau, er zieht uns Zuschauern praktisch auch den Boden der Realität oder den Füßen weg. Ja. Weil wir selber es nicht mehr zusammenkriegen, das Puzzle irgendwann. So. Ja? Ja, das ist wirklich so, du versetzt dich da halt rein. Das ist wie wenn du beim Optiker so eine Brille kriegst, wo du auf einmal so einen grünen Star hast so. Und ich finde auch so ganz kleine Sachen, also mir ist beim zweiten Mal gucken aufgefallen, packt er da irgendwas so aus, so Einkäufe, und dann faltet er diese Tüte zusammen und dann guckt er so, und er weiß nicht, wo diese Tüte jetzt hin soll. Und dann steckt er sie in die Hosentasche. Mhm. Und das finde ich, das ist ja auch sowas, was einem irgendwie so dann so das Herz zerreißt, dass du in deiner eigenen Küche stehst und nicht weißt, wo du dann irgendwie diese Tüte hinstopfen sollst, die du ja in deinem Leben wahrscheinlich schon Millionen Tüten irgendwo hingetan hast. Dass er auch zum Beispiel ständig seine Armbanduhr sucht. Ne? Er kann sich einfach nicht merken, dass er sie dann mal da hingelegt hat. Oder dann hat das Pflegepersonal sie dann näher geklaut und so, ne? Und es ist wirklich schon drastisch halt. Naja, und auch wie schlimm das ist. Und ich finde, das hat mich auch so ein bisschen dann wieder an Jenseits der Stille erinnert. Ne? Die Tochter möchte jetzt, und die ist ja schon viel, viel älter, ne? Die möchte jetzt irgendwie auch mal ihr eigenes Leben leben und hat natürlich wahnsinnige Schuldgefühle. Ja. Und man kann ja beide Seiten verstehen. Natürlich. Ne? Also der Vater, der nicht will, dass sie weggeht, aber sie, dass sie auch sagt, so, ich muss jetzt auch mal mein Leben leben. Und das ist woanders. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja die Filme heute entweder zum ersten Mal geguckt oder Sleepy Hollow noch zum zweiten Mal. Den habe ich auch damals gesehen. Ich bin sehr froh, den nicht im Kino gesehen zu haben, weil mir das wahrscheinlich, es hätte mir eigentlich gar nicht unangenehm sein müssen. Ja, aber ich habe am Ende unfassbar geheult. Da bist du nicht der Einzige. Also der hat mich so mitgenommen. Ist der Schluss, Tränen gekommen. Der hat mich lange beschäftigt. Mhm. Lange. Ich habe abends noch wach gelegen und dachte, Eieiei, hoffentlich trifft es niemanden in der Familie. In leichten Zügen passiert es gerade, also so im großmütterlichen Bereich. Und ich hoffe bei Gott, dass es nicht so ist wie im Film, weil ich kann das total verstehen, was du sagst, auch mit diesem, dass man danach sich auch irgendwie fühlt, dass man vielleicht hätte anders reagieren können, aber auch diese Ohnmacht, die man dann einfach hat, das kannst du, also hört sich jetzt so küchenpsychologisch an, aber nimm dir das nicht zu sehr zu Herzen, auch wenn das jetzt ein heftiges Thema ist. Aber das ist wirklich ein Film, einmal und nie wieder, und das im positiven Sinne. Im absolut positiven Sinne. Ja, für einen leichten Abend ist es. Nein, nee, ist nein. Fantastisch. Also er ist wirklich, dieser Kniff ist wirklich fantastisch. Und Hopkins ist brillant in dieser Rolle. Den Oscar hat er mehr als verdient. Ja. Es gibt mittlerweile, das hatte ich vorhin hier schon in der Runde erzählt, es gibt mittlerweile, was heißt eine Fortsetzung, der Regisseur und Drehbuchautor hat mittlerweile auch The Sun gedreht. Da geht es um eine andere Krankheit, da ist der Junge depressiv.
Da spielt Anthony Hopkins auch mit als Vater, nicht in der Rolle. Er spielt ja so einen eiskalten Vater. Hugh Jackman ist der Vater des Jungen und er ist der Großvater halt. Der Film ist nicht ganz so stark. Der geht mit der Krankheit auch super ernst um, das machen sie gut. Aber so brillant wie das hier ist es nicht. Es soll noch irgendwann The Mother kommen. Ich weiß aber nicht, welche Krankheit dann da behandelt wird. Aber das hier ist also wirklich, wirklich sehr beeindruckend, weil man eben auch wirklich denkt, so, nach ein paar Szenen so, was? Und dann rafft man erst, was da wirklich vor sich geht. Und das ist schwer bewegend und das ist ganz toll gespielt, ein ganz toller Film. Ja, solche Filme, die Fiktion und Realität durcheinander bringen, neigen ja gern mal dazu, das dann trotzdem so ein bisschen auch in der Inszenierung denn so mit reinzubringen, mit verschwommenen Bildern oder irgendwas. Dieser Film, ist das ja konsequent, ist er ja in einer realen Welt, rein handwerklich. Ja. Ne? Und das ist, wo du denkst, so, ja, was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Man weiß es irgendwann selber nicht mehr und kann sich dadurch dann wirklich in ihn gut hineinversetzen. Wirklich grandios handwerklich umgesetzt, ja. Das ist ja auch ein Theaterstück von Florian Zeller. Genau. Also der auch Regie geführt hat. Genau. Wobei ich nicht weiß, ob das so aufgeführt wurde oder ob das nur so ein Ding ist, so wenn ich das Theaterstück geschrieben habe, dann kriege ich natürlich noch mehr Kohle dafür, wenn ich das selbst adaptiere. Aber es fühlt sich ja an auch wie ein Theaterstück, weil es quasi nur in Räumen ist und Personen treten auf und gehen ab. Also es ist sehr theaterhaft. Es spielt eigentlich nur in der Salonwohnung. Die ist übrigens um die Ecke von der Abbey Road. Man sieht ja diesen Blumenladen aus dem Fenster. Ja. Wobei sich ja manchmal plötzlich die ganze Einrichtung ändert, weil er ja doch nicht in der Wohnung ist oder glaubt es nicht zu sein. Die Wohnung will ich auch nicht. Der hat mich schon interessiert, wie sie das auf der Theaterbühne umgesetzt haben. Das muss ja dann Pause, Umbau. Genau. Die haben auch diese Drehbühnen. Da kannst du so zwei Zimmer haben und dann drehst du um. Genau. Naja, ich kann den auch bisher nicht, also tatsächlich, auch hat mich sehr beeindruckt. Toller Film. Ich glaube, es war damals, als Hopkins gewann, eine ziemliche Überraschung, weil den Film irgendwie niemand auf der Rechnung hatte, wo alle sagten, dafür kriegt er den Oscar. Er war auch nicht da. Nee. Da sollte der verstorbene Schwarze, sollte den doch eigentlich kriegen. Wie hieß der nochmal? Black Panther. Black Panther, genau. John. Und sie haben ja deshalb sogar ausnahmsweise die Verleihung des Hauptdarstellers ans Ende der Show gepackt. Ja, weil sie fest genau, davon deswegen ausgehen, war die Überraschung der groß. Würde den Großgefahr als Post. Und dann ist er der Gewinner gewesen. Und er war nur zugeschaltet, er war noch nicht mal im Saal. Ja, das Ganze ist sehr trostlos zu Ende gegangen. Das kam sehr unerwartet. Ja. Aber im Nachhinein muss man dann halt sagen, absolut. Chadwick Boseman. Das habe ich nicht. Im Nachhinein dann vielleicht doch zurecht. Absolut. Also sorry, auf jeden Fall. Ja. Das war's für den Moment, aber weitere Besprechungen aus unserer Kinosendung findet ihr zum Beispiel hier. Oder wenn ihr unsere ganzen Sendungen sehen wollt mit noch viel weiteren Filmkritiken, dann klickt ihr hier drauf. Das ist nämlich hier der Link zu Massengeschmack TV. 14 Tage kostenlos testen, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.